Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ja. Ich hab. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, wir waren in Argentinien. Und in China ist die Massenpanik ausgebrochen. Und, offene Aufträge. Satellitenverlegung Japan. Kann ich nicht. Also ich müsste erst einen Satellit bauen, ne? Das war. Nein, stopp, warte hier. Ein Satellit. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgerüstet. Ach ja, da war ja was. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Kann ich aber nicht. Okay, das ist noch am umlösen. Hier. Das kann ich noch nicht machen, weil ich brauche. Number One macht das schon. Hoffe ich mal. Greife Feind an. Okay. Machen wir. Was ist das denn für eine? Ach ja, der eine ist ja verletzt. Ja, okay, kann man machen. Komm, Einsatz starten. Fuck my life, ist das laut. Transporter ist eingetroffen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Okay, XCOM-Abfangjäger haben ein UFO vom Himmel geholt. Es scheint Überlebende unter der Besatzung zu geben. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Das Raumschiff könnte noch verwendbare Teile enthalten. Yes. Ja, schickt einen Scharfschützen vor. Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Okay, die Karte ist relativ groß. Wir speichern zuerst mal. So, dann. Wie gehabt. Langsam vorgehen. Langsam. Okay. Wo ist das UFO überhaupt? Hier. Das heißt, ich kann mit ihr. Mal hier hin. Sie hier hin. Das könnte vielleicht schon kritisch werden jetzt. Das muss ich auf jeden Fall auf eine Anhöhung kriegen. Und ehe das nicht geschehen ist, will ich auch den Angriff nicht einleiten. Ich glaube, von hier oben ist die beste Möglichkeit anzukommen. Theoretisch muss ich ja nicht immer unter Schutz stehen. Ja. Theoretisch. Ja, tut mir leid, ich habe Hunger. So, wo ist die Scharfschützin? Hier. Du gehst mal dahin. War die falsche Taste. Habe ich natürlich immer noch keine aufgedeckt. Aber das macht nichts. Ich werfe einfach gleich so ein.
Hallo. Ich meine, besser kann es ja eigentlich fast gar nicht sein für sie, ne? Voll aufs offene Feld. Von einer Anhöhe aus. Easy, auch sogar kritisch. Ja, ihr will ich ja auch mal einen Kill gönnen. Ja, 20%, ne? Das ist halt so eine Sache. Aber sie sieht ihn nicht mal. Das ist natürlich doof, aber er. Okay. Ich will jetzt nicht wirklich vorlaufen, deswegen schieße ich von hier. Wundert mich nicht. Aber man weiß ja nie. Ah, ich hätte Feldpost machen sollen. Okay. Sie hat nur ihn in Sicht. Sie hat beide in Sicht. Schade. Ja, ja, mach das mal. 36%. Rip. Ja gut. Ich meine, theoretisch könnte ich ja einen auf den hier machen. Würde funktionieren. Aber ich mach mal mit. Ihr traue ich halt nicht wirklich vorzugehen, weil alleine könnte durchaus scheiße enden. Ja gut, das hat nur einen Reflexschuss, ne? So. Sehr gut. Nice. Ach, da drin ist gar keiner mehr. Hä, waren da nicht zwei? Nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Alles wieder im grünen Bereich. Ich glaube, ich nutze mal eine komplette Runde, um nachzuladen. Einfach weil ich jetzt gerade. Nachgeladen. Bin wieder da. Einfach weil. Was war das für ein Geräusch? Oh Junge, das ist aber ziemlich schlecht, dass du da jetzt stehst. Du, das war ganz schlecht, dass du dahin bist. So. Wie gehe ich vor? Ich glaube, ich werde mit ihr einfach mal so eine Sonde dahin werfen. Ist da ein Baum in der Nähe? Ja, vor mir. Ich hoffe mal Gutes. Hust. Also. Also wenn das so ist. Wow. Das ist übel. 75% vor allem. 100%. Also.
Die Frau gefällt mir. Die hat's echt drauf. Wie aus dem Lehrbuch. Ja, das denke ich auch, ne? So muss das. Unsere Truppen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich bin froh, dass alle wohlbehalten zurück sind. Ja, nicht nur du. Haben wir denn alles UFO-Teile? Illyrium, das klingt so selten. Cool. Wirklich viel kann ich nicht machen, ich muss hier weiter scannen. Weil wir haben ja gerade eben alles gemacht soweit. Kann ich nicht. Neues Forschungsprojekt. Satellitennexus zum Bau verfügbar und Tarnsatelliten. Da das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satellitennexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundbonus plus ein zusätzliches Satelliten für jedes direkt angrenzende Kontrollzentrum. Cool. Jetzt habe ich halt nur die Dinger, dann hole ich das normale. Ich denke mal, wenn da langsam steht, bin ich gut dabei. Gießerei. Satellitenkontrollzentrum. Da kann ich dann mehr Satelliten aufbauen, ne? Oder? Ja, genau. Der hätte gerne hier den Alien-Sicherheitstrakt. Oh, kann ich halt jetzt leider nicht bauen. Da müsste ich hier ein Satellitending hinbauen. Ich baue jetzt einfach mal hier ins hin. Satellitenkontrollzentrum. Baubeginn. 14 Tage. Okay. Kann man mal machen. Seit kurzem erreichen uns unglaubliche Nachrichten. In mehreren Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet. Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden. Sieht ganz so aus, als hätten sie ihre Taktik geändert. Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft an die ganze Welt, dass nichts sie aufhalten kann. Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden. Tja, so schnell, Aliens terrorisieren Liverpool. Gehen wir doch direkt hin, ne? Mein Typ mit grünen Haaren fehlt. Gehen runter. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Wir haben Berichte über Alien-Aktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Terrorangriff der Aliens im Gange. Viele Zivilisten anwesend. Vermeiden Sie zivile Verluste. Ein Fehlschlag hätte verheerende politische Konsequenzen. Oha. Das klingt auf jeden Fall nicht einfach, aber schauen wir mal. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität.
Okay, dann ist das erste, was ich mache, erstmal speichern. So. Wie muss ich die retten? Also ich muss in den Rahmen reinlaufen. Ich hoffe, die laufen sind dann direkt gerettet. Nicht, dass ich die hierher laufen muss. Das wäre... Die Karte groß. Das ist für mich immer so wichtig zu wissen. Nee, es geht. Hier sehe ich keinen Rahmen. Doch, jetzt sehe ich ihn. Also es geht. Okay. Ist relativ human. Ich weiß jetzt nicht, von wo die Gegner kommen. Mein Scharfschütze. Sie. Schmeiß mal so ein Ding da vorne hin. Okay, das sieht doch bisher ganz gut aus. Dann läufst du mal dahin. Das widerspricht allen Verhaltensmustern, die wir bisher bei den Aliens ausgekundschaftet hatten. Diese Spezies ist völlig anders. Anscheinend haben sie eines von jeder Sorte. Ah, Jemine. Sie hat auf jeden Fall jetzt echt ein dickes Problem. Das kann ich sogar fast schon wieder laden. Das kann ich, glaube ich, fast schon wieder laden. Ich muss es halt leider echt riskieren, sonst hat die echt zwei Angriffe, die sie einstecken muss. Ah, shit, natürlich. Es hätte auch 4 Schaden machen können, ne? Ja. Ich hoffe, das ist normal, dass die da so schnell verrecken. Aber wir sehen es ja. Natürlich ist das die Heilerin. Wartet mal. Ich habe nur die 2 in Sicht. Warum nicht den da hinten? Ja gut. Also, wir machen das jetzt wie am besten. Ich ihn hier hinstelle, den töte. Dann wäre es gut. Mit ihr töte ich ihn, mit ihr laufe ich hier hin und heile. Ne, hier steht ja dann der andere. Sie zum Auto und heilen. Oder hier hinten dran und heilen. Ich weiß nicht, wie weit die laufen können. So, dann probieren wir das doch mal. Oder ich töte halt mit ihr direkt. Ja, sie muss in Deckung. Die kann da nicht stehen bleiben. Hier vorne kamen bisher keine. Die stelle ich mal dahin. Jo, raste aus. So, sie trifft den. Hoffe ich mal. Sehr gut. Dann läuft er hier hin. Oh shit. Naja, Hauptsache einer von denen ist weg. Sehr gut. Und sie muss hier weg. Ganz dringend. Stell dich hier hin. Und pfeif hier mal ein Medikit rein.
Gut, dass ich sie wegbewegt habe. Ich weiß jetzt nicht, wo ich meinen Fokus drauflegen soll. Er muss weg. 100%. Er muss weg. Sehr gut. Ich hoffe, es war viel Schaden, dieser Crit. Ja gut, das ist halt ziemlich doof, dass ich noch einmal keinen Zivilisten gerettet habe. Aber ich stecke hier halt auch ziemlich scheiße fest. Negativschaden, meine Knarre ist alle. So. Vergiftet. Ich weiß nicht, wie viel ich retten muss. Ich glaube, ich verkacke das gerade ziemlich hart. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Es gibt endlich mal mitten in der Mission einen Cut. Und bis dahin, tschüss.